zuerst die MS-18 mit 100.000 Lumen. Jetzt die SR-32 mit 120.000 Lumen. Und nun die MS-32 mit 200.000 Lumen. 420.000 Lumen erstrahlen nun die Dunkelheit. Absolut episch. Ich würde sagen, Intro ab. Intro ist durch. Da bin ich wieder. Unglaublich, dass ihr mich wieder seht bei einem Taschenlampenvideo, bei einem Rekordvideo. Aber es ist wirklich jetzt schon wieder soweit. Denn es ist noch nicht mal ein Jahr her, da hatte ich euch die Imalent SR32 vorgestellt hier. Diesen kleinen Brocken mit einer Gesamtleistung von 120.000 Lumen. Unglaublich, denn es hat 5 Jahre gedauert bis zu dieser Lampe. Davor gab es hier die Imalent MS18, Weltrekordhalter 5 Jahre lang mit 100.000 Lumen. Und ich dachte, ja, wenn das 5 Jahre dauert, um 20.000 Lumen mehr zu erreichen, kann es ja nur noch Ewigkeiten dauern, bis da wirklich mal so ein richtiger Brummer kommt. Weit gefehlt. Schaut euch das Ding an. Das ist die MS-32. 200.000 Lumen. Das habe ich auf der IWA schon mal anfassen können. Blende ich euch auch noch mal ein, hier das Video dazu. Unglaublich, ich dachte, es dauert wirklich noch Ewigkeiten und dann haut Imalent mal dieses Teil hier raus. Da frage ich mich wirklich, warum ist die SR32 überhaupt gekommen? Ich denke mal, die SR32 ist einfach nur ein technisches Upgrade von der MS-18. Ihr seht ja, das Ganze ist hier kompakter. Schaut euch definitiv das Review von der SR32 nochmal an. Da gehe ich auch auf beide Modelle nochmal ein, vergleiche das auch nochmal, damit ihr auch wisst, warum hier die SR32 gekommen ist. Wo ich mich so ein bisschen ärgere an alle Käufer, die sich jetzt die SR32 geholt haben. Denn ja, nun gibt es den neuen Meister in the house, ja. 200.000 Lumen, das ist gegenüber von 120.000 Lumen mehr mal eine ordentliche Ansage. Und preislich natürlich ein bisschen teurer. 750 kostet die MS-32, 700 Euro die SR-32. Also für 50 Euro mehr, ja, kriegt ihr 80.000 Lumen mehr. Dafür kriegt ihr aber auch ein bisschen mehr Gewicht. Und ein bisschen mehr Größe, da gehen wir nachher später drauf ein. Ich wollte euch alle drei Monster mal auf den Tisch zeigen, denn wir haben, wenn wir mal zusammenrechnen, 100.000 Lumen, 120.000 Lumen, 200.000 Lumen. Wir haben jetzt hier auf dem Tisch sage und schreibe 420.000 Lumen mit einem Gesamtwert von ungefähr 2.100 Euro für 3 Taschenlampen. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Die Dinger sind definitiv auch nicht für den täglichen Gebrauch gedacht, dass diese Teile sind wirklich gebaut für Verrückte, so wie mich. Und ich freue mich, dass ich euch jetzt schon wieder was zeigen kann. Und ich würde sagen, fangen wir jetzt an mit dem Review hier von der MS-32 von Imalent. Großen Dank geht an diese Stelle raus an die Firma GatzeTech, an den Thorsten, der natürlich wieder an mich gedacht hat. Er wusste ganz genau, das Teil brauche ich für einen Review. Und so ist es. Ich habe jetzt hier alle drei Modelle rein. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das Review hier gestalten werde. Ich gehe wahrscheinlich immer mal wieder auf die anderen Modelle rein. Wir werden beim Lichttest auch nochmal alle drei miteinander anfluten, um zu sehen, wo hier der Unterschied ist. Ich kann aber jetzt schon mal verraten, definitiv am Anfang, Imalent ist mit der MS-32 wieder back to the roots gegangen. Wir haben hier wieder einen rein rassigen Fluter. Bei der SR-32 haben wir so eine Mischung aus Fluter und Suchlicht. Daher haben wir hier auch eine wahnsinnige Reichweite von 2 Kilometern. Das haben wir hier mit der MS-32 nicht. Da sind wir so bei 1600 Meter. Aber dafür ein, ihr habt es ja im Intro gesehen. Unglaublich. So, jetzt höre ich mal auf zu schwafeln. Fangen wir mit dem Review an. Ich packe jetzt die beiden zur Seite
Wir schauen uns jetzt den Lieferumfang an von der Imalend MS32. Wenn ihr die Imalend MS32 kauft, dann kommt sie hier in dieser riesigen Holzkiste mit Tragegriff. Haben wir hier schön noch so eine Holzvertäfelung an der Kiste dran. Das sieht natürlich absolut edel aus. Und hier vorne am Deckel haben wir auch nochmal den Aufkleber MS32 mit einer Abbildung von der Lampe. Dann haben wir hier auch nochmal den Aufkleber von der Firma Gazetec. Gazetec ist offizieller Lieferant für Imalend-Lampen. Von daher am besten immer bei Gazetec kaufen. Gerade wenn es Garantiegeschichten gibt, seid ihr hier auf der sicheren Seite. So, machen wir mal die Kiste auf. Schauen wir mal, ob die Lampe drin ist. Da habt ihr hier zwei Messingverschlüsse. Einfach aufschnappen lassen. Und dann könnt ihr die Kiste aufklappen. Dann haben wir einmal eine Anleitung von Imalend selber in verschiedenen Sprachen, wo genau erklärt wird, wie die Lampe funktioniert, wie ihr wo was einzustellen habt, wie das mit dem Akku aufladen geht und so weiter. Also wer sich dieses Review sparen möchte, schaut einfach in die Anleitung. Aber da muss man ja vorher erstmal die Lampe kaufen, oder? Naja, wie auch immer, Anleitung ist mit dabei. Dann gibt es noch von Gazetec selber auch nochmal einen Sicherheitshinweis, auch wichtig, lest euch den nochmal durch, gerade wenn man mit solchen Monstern arbeitet zum ersten Mal, gar nicht schlecht, hier auch mal einen Blick zu riskieren. Ansonsten schauen wir mal rein, ist das Ganze hier in so einen rotbraunen Samt eingelegt, in Hartschaum sitzt die Lampe absolut rutsch- und wackelfest in der Kiste drin. Gerade für den Transport wichtig, damit euch das gute, teure Stück nicht kaputt geht. Ja, holen wir die Lampe mal aus, da ist sie, habt ihr ja schon gesehen. Dann gibt es dazu noch ein USB-C 100 Watt Netzteil, damit ihr die Lampe schnell laden könnt. Hier gibt es einen Unterschied zur SR32. Da ist nämlich auch ein 100 Watt Netzteil drin, aber hier haben wir mehrere Anschlüsse. Einmal 100 Watt, 30 Watt USB-C und die Standard-USB-Anschlüsse finde ich persönlich besser, denn da kann man dieses Netzteil auch benutzen, um andere Sachen gleichzeitig aufzuladen. Das ist halt ein richtiger Allrounder. Ja, und Imalend hat leider jetzt nur diesen USB-C Ladeadapter reingemacht mit einem Anschluss. Eigentlich schade. So, dann haben wir hier noch eine Accessoire-Box. Die kann man rausnehmen. So sieht sie aus. Im Inneren haben wir einmal ein USB-C Ladekabel. Dann haben wir noch eine Tüte mit Ersatzdichtringe und wichtig, wir haben hier noch einen Trageriemen. Das könnt ihr hier an der Imalend MS32 anbringen. Dann ist es ein bisschen leichter, diese 3 Kilo hier stundenlang rumzutransportieren. Kommen wir zu den technischen Daten und diesmal vergleiche ich die MS32 von Imalend mit der SR32. Die technischen Daten blende ich euch hier entsprechend ein. Ja, und schauen wir mal rein. Da gibt es erstmal den größten Unterschied. Ja, apropos größten Unterschied. Es gibt einen größeren Unterschied. Die Imalend MS32 hat eine Länge von 242 mm mit einem Lampenkopfdurchmesser von 149 mm und einem Rohrdurchmesser von 61 mm. Da ist die SR32 auch etwas filigraner, auch was das Gewicht angeht. Ja. Hier haben wir nur 2166 Gramm zu 3096 Gramm. Merkt man sofort beim Anfassen. Die verbauten LEDs sind auch anders. Wir haben jetzt hier bei der SR32 32 mal Cree XHP 50.3. Und hier Back to the Roots bei der MS32 haben wir Cree XHP 70.2, 32 Stück. Back to the Roots deshalb, weil die MS18 genau die gleichen LEDs verwendet. Ja, maximale Lumenanzahl haben wir hier 200.000 Lumen, hier nur 120.000 Lumen. Dafür Reichweite SR32 2080 Meter mit der MS32 nur 1618 Meter. Ansonsten Akkupack haben wir hier 8 x 21.700er Akkus verbaut. Und bei dem Ding hier 21.700er Akkus. Also unglaubliche Geschichte. Ansonsten, ja, stoßfest bis 0,5 Meter das gleiche. Staub- und wassergeschützt nach IP56 auch genau das gleiche. Lichtmodis auch die gleichen. Wir haben 7 Standardlichtmodus plus einen Strobo bei beiden. Da unterscheiden sich die beiden Modelle nicht.
zeige euch die Lampe mal noch mal etwas genauer im Detail rein, damit ihr euch sie in Ruhe anschauen könnt. Ja, von Imalent wieder absolut hochwertig gefertigt. Wir haben hier ein sehr stabiles Flugzeugaluminium, was euch so schnell nicht kaputt geht. Wir haben hier ein gehärtetes Glas, was auch dafür sorgt, dass es auch nicht so schnell kaputt geht bzw. zerkratzt. Wir haben hier ja eine Stoßfestigkeit von ja, 0,5 Meter. Da kann das Teil mal runterfallen, ohne dass es kaputt geht. Ich teste das nicht für euch, dafür ist mir diese Lampe wirklich zu heilig. Aber sollte sie aus Versehen mal runterfallen, so soll sie bei 0,5 Meter immer noch funktionieren. Ihr habt auch eine 2-Jahres-Garantie, sollte da mal was sein, meldet euch bei GatzeTech und die regeln für euch dann den Garantiefall. Ja, ansonsten vom Aufbau identisch, fast identisch mit der SR32. Ich halte sie auch noch mal zum Vergleich rein. Wir haben hier bei beiden Modellen einen Tragegriff und gerade bei der MS-32 ist dieser Tragegriff absolut notwendig. Wir haben hier 3 Kilo am Start und diese Lampe, gerade für euch im Review hier permanent zu halten, ist schon eine Belastung. Aber mit dem Tragegriff geht das wirklich richtig leicht und Imalent hat die Knöpfe noch ein bisschen verändert, die Anordnung. Und zwar bei der SR32 war ja der Knopf, Power-Knopf hier an der Seite von dem Griff. Hier, da ist er. Und jetzt hat Imalent das bei der MS-32 nach vorne gelegt. Und das ist natürlich jetzt richtig easy. Ich kann jetzt mit dem Daumen ganz schnell drauf gehen, um die Lampe an- und auszuschalten, beziehungsweise um in die Modis zu kommen. Des Weiteren, in gleicher Bauweise, haben wir jetzt auch diese 3 Aktivlüfter verbaut, die jetzt hier bei der MS-32 bei 40.000 Lumen anspringen. Dann haben wir hier die Kühlkörper und das sorgt für eine absolut fantastische Kühlleistung. Haben wir ja bei der SR32 schon gesehen. Ich bin nachher gespannt, wenn wir den Temperaturtest machen, wie hier die Lampe hochgeht bzw. wieder runterregelt. Schauen wir uns das Akku-Pack noch etwas genauer an, beziehungsweise wie lädt man hier die MS-32 auf. Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt gesehen, im Lieferumfang habt ihr das USB-C 100 Watt Ladenetzteil und das Kabel. Ihr müsst zunächst erstmal die Endkappe hier abschrauben. Dann habt ihr hier so eine Gummidichtung. Wenn ihr die zur Seite legt, so, kommt der USB-C Ladeanschluss zum Vorschein. Dann steckt ihr das Kabel rein, verbindet es mit dem Netzteil und der Ladevorgang fängt an. Seht ihr daran, dass die Lampe rot leuchtet. Wenn der Akku komplett alle ist, dauert es ungefähr nur 2 Stunden, bis die 12x21.700er Akkus vollgeladen sind. Und wenn das soweit ist, dann springt die LED auf grün um. Nehmen wir mal den Akkupack vom Lampenkopf. Dazu müsst ihr den abschrauben. Ist uns so wichtig, wenn ihr das macht, nachdem ihr die Lampe gekauft habt, denn wir haben hier noch so eine Schutzfolie dazwischen, zwischen Lampenkopf und Akku. Das Ding sieht so aus, ja, es liegt hier zwischen, um halt dafür zu sorgen, dass beim Transport jetzt hier nicht der Akku entladen wird oder die Lampe vielleicht aus irgendeinem Grund angeht. Daher abschrauben, Schutzfolie ab. Ja, schauen wir uns nochmal diesen Akku-Pack an. Wie gesagt, 12x21.700 Akkus fest verbaut. Ihr könnt hier die Akkus nicht selber tauschen. Wenn das hier mal kaputt gehen sollte, braucht ihr definitiv ein neues Akkurohr. Ja, ich halte mal zum Vergleich von der SR32. Das Akkurohr rein, süß, oder? Ja. Und das Schöne ist, genauso wie bei der SR32 könnt ihr hier den Akku auch als Powerbank benutzen. Gerade 12x21.700er Akkus habt ihr hier eine schöne Kapazität an Bord. Perfekt auch fürs Camping. Ja, könnt ihr zum Beispiel euer Handy mitladen. Macht ihr hier die Verkleidung auf. Dann habe ich mir extra hier mal so einen Adapter geholt. USB-C auf USB-A. Stecke ich jetzt hier mal ran. So, und jetzt lade ich mal mein Akku mit auf. Zack, fängt an zu laden. Und ihr seht auch hier, fängt jetzt hier die LED an rot zu leuchten. Das heißt jetzt in diesem Fall, dass jetzt Strom abgesaugt wird. Ja, dann schauen wir uns mal die Lichtmodis an, beziehungsweise wie man die Lampe anschaltet. Da habt ihr hier einmal den Knopf und einmal hier den Knopf. Und hier haben wir die OLED-Anzeige, die euch anzeigt, in welchem Modi ihr euch befindet. Ich drücke mal und starten wir jetzt mal mit dem kleinen Modi.
Da haben wir hier 80 Lumen am Start. Das reicht für 345 Stunden Dauerbetrieb. Absolut fantastisch. Wenn ihr mal in einer Notsituation seid, habt ihr so lange Licht. Und 80 Lumen reicht dank des breiten Lampenkopfs gut aus, um den nahen Bereich zu beleuchten. Also eine schöne Sache. Gehen wir mal in den nächsten Modus, um den zu kriegen, müsst ihr einfach nur den Powerknopf gedrückt halten, bis wir in die nächste Stufe kommen. Da haben wir hier als nächste Stufe 2000 Lumen, das reicht für 18 Stunden. Dann drücke ich wieder drauf. Kommen wir auf 4000 Lumen, das reicht für 7 Stunden 30. 9000 Lumen, 3 Stunden 30. 18.000 Lumen, 1,5 Stunden. 40.000 Lumen, ihr seht, jetzt geht schon die Lüftung an. Jetzt kämpft die Lampe schon mit der Hitze. 40.000 Lumen reichen dennoch für satte 45 Minuten und das ist eine Top-Leistung, die Immanent hier an den Start bringt. Aber 40.000 ist noch nicht genug. Wenn ich jetzt nochmal drauf drücke, komme ich auf 90.000 Lumen. Jetzt kriege ich hier schon eine Hitzewarnung angezeigt, dass die Lampe jetzt etwas heiß wird. Aber dank des Lüfters geht das auch ganz gut wieder runter. Ja, wir sind aber noch nicht am Ende. 90.000 Lumen, das konnte mal die MS-18 bzw. 100.000 Lumen. Wir haben hier 200.000. Um die zu kriegen, müsst ihr hier einen Doppelklick machen. Bäm! 200.000 Lumen. Das reicht für 70 Sekunden. Danach regelt die Lampe runter auf 40.000 Lumen, wo ihr dann noch 42 Minuten Betrieb habt. Wenn ihr den Strobo haben wollt, Doppelklick, habt ihr hier den Strobo. Nochmal Doppelklick, habt ihr 200.000, noch einmal klicken, geht die Lampe wieder aus. Ein weiteres Feature, was die MS-32 hat, wir haben hier eine Memory-Funktion. Das heißt, die Lampe merkt sich, welchen Modus ihr zum Schluss hattet. Heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommen wir wieder in den Betrieb, aber nicht in den Turbo und nicht in den Strobo-Modus, sondern das letzte davor, das waren 90.000 Lumen. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, bam, flash ich sofort wieder mit 90.000 Lumen. Ihr seht, wieder Überhitzungsanzeige. Ich habe die Lampe jetzt hier gerade schon ganz schön gequält. Ist das ein guter Hinweis, die Lampe auf jeden Fall abzuschießen, denn wir haben hier eine Schlossfunktion. Wenn wir das nicht machen und man kommt hier, oder das Ding ist in der Tasche und irgendwas kommt hier gegen aus Versehen, bam, zack, gehen sofort 90.000 Lumen an, das Ganze wird heiß. Und ihr könnt sicher sein, dass irgendwas abfackelt. Und das wollt ihr nicht. Von daher zeige ich euch gleich mal die Schlossfunktion. Dazu müsst ihr hier 5-mal hintereinander auf den Knopf drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Dann seht ihr, jetzt ist die Lampe gesperrt. Schloss ist zu. Wenn ich nämlich jetzt einmal hier drauf drücke, seht ihr, passiert ja nichts. Ich kriege ja nicht die 90.000 Lumen. Ich kriege dafür diese Anzeige, dass die Lampe gesperrt ist. Um die Entsperrung rauszunehmen, muss ich wieder 5-mal drücken. 1, 2, 3, 4, 5. Schloss ist auf. Und wenn ich jetzt drauf drücke, kriege ich wieder meine 90.000. Bam! Wenn ihr nicht gleich 90.000 Lumen wieder haben wollt, durch die Memory-Funktion, sondern wollt erst ganz langsam anstarten, dann lässt ihr hier den Power-Knopf gedrückt und dann startet ihr immer in den 80-Lumen-Modus. Zack. Ich zeige euch auch nochmal, dass die Memory-Funktion auch funktioniert, wenn man nicht 90.000 Lumen hat. Wir gehen mal hier auf, auf 4.000 Lumen. Ich mache aus, mache an und wir haben 4.000 Lumen. Ich zeige euch jetzt noch die anderen Sonderfunktionen, die wir hier an dem Knopf haben. Und zwar können wir auch per Hand die Kühlung anschalten. Gerade wenn der Lampenkopf jetzt so heiß ist wie in diesem Fall, drückt er jetzt 4-mal hintereinander. 1, 2, 3, 4. Dann fängt die Lampe an zu kühlen. Das würde ich einfach mal immer mal machen, wenn ihr der Meinung seid, das ist ein bisschen zu heiß oder ihr wollt es halt beschleunigen, bevor ihr die Lampe verstaut, lässt ihr einfach mal den Lüfter ein bisschen laufen. Ja, zum Ausschalten würde ich sagen gedrückt halten, dann geht es wieder auf 80 und einmal aus. Nächste Funktion, die ihr hier mit den Tasten erreichen könnt, wenn ihr dreimal drückt, kriegt ihr angezeigt, wie viel Volt hier noch im Akkupack liegen. 1, 2, 3.
Ihr seht, wir sind jetzt hier schon bei 15,8. Wir haben also schon eine ganze Menge verloren an Energie. Ich werde nachher auf jeden Fall die Lampe nochmal komplett aufladen, wenn wir den Lichttest machen und auch den Temperaturtest. Denn wir wollen ja die volle Leistung mal haben. Achso, nicht vergessen, abschließen. 1, 2, 3, 4, 5. Sicher ist sicher. Kommen wir zum Temperaturtest mit der Imalent MS32. Wir haben hier 32 mal Cree XHP 70.2 LEDs, leistungsstarke LEDs in Kombination mit 200.000 Lumen. Bin ich hier wirklich gespannt, was wir hier am Lampenkopf für eine Temperatur erreichen. Zum Vergleich, die SR32 hatte nach 40 Sekunden 123 Grad erreicht und hat dann runtergeregelt. Die MS18 hatte zur gleichen Zeit ungefähr 116 Grad. Die MS18 hat auch Cree XHP 70.2 LEDs, die SR32 hat die 50.3er. Von daher bin ich jetzt wirklich gespannt, ob wir hier einen Rekord brechen oder ob die Temperatur sich ungefähr beim gleichen Wert einschwenkt. Ich denke mal, es wird etwas mehr sein. Ich werde jetzt erstmal kurz die Entriegelung hier rausnehmen. 1, 2, 3, 4, 5. So, Lampe ist offen. Unten packe ich jetzt wieder einen Temperaturfühler an das Akkurohr. Das ist wieder hier mein Grillthermometer. Und das Rote packe ich oben am Lampenkopf. Ihr könnt es ja jetzt auch sehen in der Anzeige. Ja, dann würde ich sagen, Brille ist auf, Fühler sind drin, Doppelklick. Und jetzt bin ich hier mal gespannt, was wir hier für Wert erreichen. Ah, boah, das blendet ungemein. Ihr könnt mich jetzt auch nicht sehen. Ich habe jetzt ausnahmsweise mal die ganzen Automatiken rausgenommen, damit ihr auch sehen könnt, wie jetzt die Lampe runterregelt. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 101 Grad, 110 Grad, 117, 123 Grad. Wir haben jetzt den Wert von der SR32 überschritten. 131, 32, 33. Die Lampe regelt runter. 134 haben wir jetzt, 132. 130, 127, also wir haben jetzt hier etwas den Wert erhöht gehabt von SR32, 130 war das jetzt, ne, als Maximalwert, und jetzt blendet die Lampe jetzt schon runter. Also die Kühlleistung ist wirklich absolut fantastisch. Da hat Imalent richtig gute Arbeit geleistet. Ihr seht hier, die Lampe kühlt jetzt schön wieder runter. Die pendelt sich dann auch, nachdem sie den Maximalwert erreicht hat, und runterregelt dann auf 40.000 Lumen runter. Und diese 40.000 Lumen hält es auch so um die 40, 50 Minuten. Ich blende euch das da oben ein. Ja, aber ihr seht, die Lampe kühlt wirklich richtig gut ab. Jetzt sind wir bei 106 Grad, 105 Grad. Am Rohr haben wir 33 Grad jetzt. Also von den Temperaturen her wirklich ähnlich wie mit der SR32. Bin ich überrascht. Ich habe gedacht, wir kriegen jetzt hier einen riesigen Flash hier von 150 Grad, 160 Grad, aber die Lampe kühlt hier wirklich ordentlich ab. So, dann lassen wir es mal noch ein bisschen laufen, mal sehen, wo es sich hält. Ich denke mal auch so bei 101 Grad haben wir jetzt Maximalwert am Lampenkopf erreicht nach der Kühlung. Oh, geht noch runter auf 100. Ja. 99 geht weiter runter. Akkurohr wird wärmer, Lampenkopf verliert an Temperatur. Bin mal gespannt, wo es so ungefähr stehen bleibt. Ich mache mal, wenn, ein bisschen schnellen Durchlauf. Mal gucken, wann es dann stehen bleibt. Na, ich denke mal, das bleibt jetzt wirklich so bei 96 Grad, 95 Grad ist jetzt die maximale Kühlung erreicht. Mit Lampe an. Ich schalte jetzt mal die Lampe aus.
Und dann gucken wir mal, wie es jetzt weiter runterkühlt. Jetzt kann ich auch mal die Sonnenbrille abnehmen. Also brachial. Ich habe es ja hier am Kameramonitor jetzt mal verfolgt. Ich habe ja jetzt wirklich alle Automatiken rausgeschaltet. Das war ja einfach nur noch hell. weil Problem ist, wenn ich hier die Automatik von der Kamera einschalte, dann regelt die Blendung, die Blende wieder runter, sodass es noch so einigermaßen gute Bildqualität leistet. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie stark hier die Lampe wirklich blendet. Ja, gucken wir mal an, wie es weiter runterkühlt jetzt. Ja, 64 Grad geht runter. 60. Also die Lampe kühlt auch sehr, sehr schnell ab, wenn sie aus ist. Dennoch empfehle ich euch definitiv, wenn ihr die Lampe abschaltet, zunächst auf jeden Fall abschließen, damit euch nichts passiert. Brandtest, denke ich, machen wir auch gleich im Anschluss. Muss sein, gehört jetzt schon zur Tradition hier bei den Imalent Monstern. Wir machen nachher nochmal einen Brandtest, um euch zu zeigen, dass es wirklich wichtig ist, abzuschießen. Ja, nochmal zurück. Also, wenn ihr ausgeschaltet habt, abgeschlossen habt, ihr wisst, Lampe ist noch heiß, nicht gleich wieder in die Originalkiste packen. Sonst gibt es da einen Hitzestau. Auf jeden Fall draußen erstmal in Ruhe abkühlen lassen. So, Lampe geht weiter runter. Ich denke mal, wir machen mal den Lüfter an, um das noch zu beschleunigen. Und zwar viermal klicken. 1, 2, 3, 4. Mal sehen, wie weit es jetzt runter geht noch. Ja, also technisch bin ich absolut begeistert, was Imalent hier geleistet hat mit der Kühlvorrichtung. Fantastisch. Und das jetzt in Kombination mit 32 XAP 70.2. Faszinierend, faszinierend. Ich bin wirklich mega gespannt, wann wir nachher rausgehen und den Lichttest machen, ob man optisch überhaupt einen Unterschied sehen kann zwischen 100.000 Lumen, 120.000 Lumen beziehungsweise jetzt 200.000 Lumen. So, kühlt jetzt ab auf 34. Ja. Denk mal, dabei belassen wir es. Ihr seht also, die Lampe kühlt hier ordentlich ab. Da gibt es keinerlei Grund zu meckern. Begeistert. So, und jetzt gehen wir raus. Machen wir mal den Brandtest. Ich möchte euch mal zeigen, was passiert, wenn ihr die MS32 nicht immer abschließt, sondern einfach unabgeschlossen irgendwo in eine Tasche packt und das Teil hier aus Versehen mal angeht. Wir haben hier zwar ein richtig schönes Kühlsystem, ihr habt aber gesehen im Test, das Teil wird ordentlich heiß. Und jetzt zeige ich euch mal, wie heiß das wird, denn das kann wirklich auch was in Brand setzen. Ich setze mal hier meine Brille auf, denn jetzt wird es echt hell. Ich habe hier meine Pappe und jetzt starte ich die Lampe mit 200.000 Lumen. Fängt sofort nach wenigen Sekunden schon an zu qualmen. Es brennt auch schon, seht ihr? Und das innerhalb von wenigen Sekunden. Ich lösche das mal. Ich zeige das mal rein. Also wenn da ihr das zum Beispiel in der Reisetasche habt und durch die Bewegung das aus Versehen an den Powerknopf kommt, ihr wisst, wir haben hier eine Memory-Funktion und die funktioniert auch bei 90.000 Lumen und das wird verdammt heiß, dann entsteht das. Von daher Hinweis, bitte immer nach der Benutzung die MS32 abschließen. Kommen wir zum Lichttest mit der Imalent MS32. Ihr denkt, ein bisschen früh, oder? Ist ja noch am helllichten Tag. Das macht der Lampe hier überhaupt nichts aus. 200.000 Lumen am Tag abgefeuert. Ihr werdet sehen, sensationell. Es ist unglaublich. Passt auf, was passiert. Wahnsinn. Da wird der Tag zum Tag. Aber mal so richtig. So, und jetzt warten wir, bis es dunkel wird. Ich bin jetzt draußen auf dem Feld. Und jetzt schauen wir uns mal die ganzen Lichtmodis von der MS32 an. Fangen wir erstmal mit den niedrigsten Modus an. Das sind 80 Lumen. Wie ihr sehen könnt, ist das schon absolut beeindruckend. Man kann jetzt schon
richtig gut sehen. Und das Tolle, in diesem Modus hält die Lampe sage und schreibe 345 Stunden. Aber wir sind noch ganz am Anfang. Jetzt gehen wir mal eine Stufe weiter auf 2000. Das sind 2000 Lumen. Und ich muss ehrlich sagen, eigentlich reicht das schon vollkommen aus. Man kann hier schon hinten die Bäume erkennen. Gehen wir mal einen Modus weiter. Jetzt sind wir hier bei 4000 Lumen. Episch. 18.000 Lumen. 40.000 Lumen. 90.000 Lumen. Jetzt haben wir sozusagen schon die Power erreicht von der MS-18. Und jetzt gehen wir auf 200.000 Lumen. Schaut euch das an. Die Nacht wird zum Tag und die Insekten flippen hier total aus. Ich gehe mal ein bisschen wandern. Also hier entgeht einem nichts. Man kann alles sehen. Absolut fantastisch. Machen wir jetzt einen Vergleich von der SR32 mit 120.000 Lumen und der MS32 mit 200.000 Lumen, wie es aussieht mit, ja, wie fächert das Licht aus. Fangen wir erstmal mit der SR32 an. Wie ihr vielleicht sehen könnt jetzt, haben wir ein richtig breit gefächertes Licht, aber auch in der Mitte zentriert wie so eine Art Suchscheinwerfer. Die Lampe hat eine Reichweite von 2 Kilometern. Jetzt schalte ich zum Vergleich nochmal die MS-32 an. Hier sieht das Lichtverhältnis ganz anders aus. Das ist mehr homogener, breit gefächert, ohne so einen zentralen Punkt. Ich mache noch mal die SR32 dazu. Könnt ihr sehen, wir haben wie so einen kleinen Lichtfinger in der Mitte. Aber beide Lampen zusammen, 320.000 Lumen, ist schon absolut episch. Jetzt noch ein Vergleich. MS-18, MS-32. Zunächst erstmal die MS-18 hat auch ein schönes, breit gefächertes Licht mit 100.000 Lumen. Jetzt die MS-32. Wahnsinn, also beide Lampen nehmen sich gar nichts. Ich finde, die MS-32 fächert noch ein bisschen breiter aus. Ich mache die mal aus hier, die MS-18. So, jetzt noch mal auf einem Weg. Erstmal mit 80 Lumen. Also 2000 reicht wirklich schon vollkommen aus. 4000. Achtzehn. 40.000. 90.000. 200.000. 200.000. Also hier wird wirklich die Nacht
zum Tag. Und jetzt komme ich euch mit 80 Lumen wieder entgegen. Ich denke mal, da werdet ihr nicht so geblendet. Also 80 Lumen mit der Lampe, absolut alltagsfähig oder allnachtsfähig, reicht vollkommen aus von der Leuchtkraft. So, jetzt noch mal 200.000 Lumen auf der Landstraße. Unglaublich. Das war der Lichttest gewesen hier mit der Imalent MS32 bzw. mit der MS18 mit 100.000 Lumen und der SR32 mit 120.000 Lumen. Also 420.000 Lumen auf den Tisch in die Dunkelheit gestrahlt. Und ihr habt gesehen, oder ihr habt, glaube ich, gar nichts mehr gesehen, weil das einfach nur noch bombastisch hell war. Es ist absolut gigantisch, was da an Lichtleistung rauskommt aus diesen Taschenlampen. Wir sind jetzt an den Punkt gekommen, wo ich ein persönliches Fazit für euch machen möchte, um euch vielleicht die Entscheidung jetzt ein bisschen zu erleichtern, wenn ihr gerne eine Monsterlampe kaufen möchtet, es eure allererste ist und ihr nicht wisst, was soll ich mir kaufen. Fangen wir erstmal mit dem Hauptdarsteller von diesem Review an. Ich packe die anderen noch mal kurz zur Seite. Die Imalent MS32. Schaut euch dieses Monster an. 750 Euro für 200.000 Lumen. 3 Kilo geballtes Gewicht in der Hand. Merkt ihr sofort, wenn ihr die Lampe gekauft habt, dass sie ja auch wirklich was in den Händen hält. Ja, 750 Euro, eine ganze Menge Geld. Und ich denke mal, wenn ihr euch entscheidet, diese Lampe hier nachher zu kaufen, wird es wahrscheinlich absolut wehtun, auf den Bestellknopf zu drücken und zu sehen, wie die 750 Euro von eurem Konto weg sind. Und ihr denkt, oh Gott, was habe ich nur gemacht, was habe ich nur getan? Bin ich denn beknackt, so viel Geld für so eine Lampe auszugeben? Aber ich sage euch, wenn die Lampe dann ankommt, ja, ihr die Schutzfolie entfernt habt, den Akku vollständig aufgeladen habt nach nur 2 Stunden und dann wahrscheinlich sehnsüchtig wartet, bis es endlich dunkel wird und ihr dann nach draußen geht, den Doppelklick betätigt, 200.000 Lumen nach vorne ballern, nicht nur das Vordere wird erstrahlen, sondern ihr werdet auch strahlen. Ihr werdet ein Grinsen im Gesicht haben, das verspreche ich euch. Und die 750 Euro sind vergessen. Okay, aber nochmal zurück zu der Lampe. Wir haben hier wirklich eine moderne Taschenlampe von Imalent hier auf dem Tisch. Neuester Stand der Technik, USB-C-Ladung. Wir haben hier extrem viel Power. Wir haben hier auch eine Powerbank. Um nochmal auf die Power zurückzukommen. Das heißt, ihr könnt die Lampe auch dazu benutzen, um euer Handy oder so weiter aufzuladen. Schöne Sache auch fürs Camping. Wir haben eine perfekte Kühlleistung. Die Lampe wird richtig heiß, ordentlich heiß, aber die Kühlung sorgt dafür, dass es auch wieder runterregelt. Wir haben so ein richtig gutes Temperaturmanagement, was halt dafür sorgt, dass das Teil hier nicht anfängt zu schmelzen. Das hat Imalent richtig gut hingekriegt. Und das Tolle, ich denke mal, gefertigt ist sie eigentlich für 40.000 Lumen, denn das hält die Lampe am Start für über 40 Minuten. Und das muss man sich mal reinziehen, 40.000 Lumen, 40 Minuten, richtig schön. Alle Stufen, die da drüber sind, die 90.000 und natürlich die 200.000 Lumen, ist der Turbo bzw. der Twin Turbo, wo hier die Lampe extrem belastet wird. Aber so 40.000 Lumen, nicht schlecht gemacht, muss ich sagen, Imalent. Und das mit der konstanten Leistung, Wahnsinn. Von daher 750 Euro,
und ihr macht nichts verkehrt. Was ich euch aber noch sagen möchte, und das habt ihr vielleicht im Lichtdienst auch gesehen und das habe ich euch ja auch gesagt, das Teil ballert mit 200.000 Lumen nicht nur in die Entfernung, sondern auch in die nahe Umgebung. Das ist ja hier wie so ein Fluter. Und wenn ich die Lampe jetzt so halte, haben wir ungefähr einen Abstrahlwinkel, der dafür sorgt, dass so nach 1,52 Meter schon das Licht auf den Grund auftrifft und nach oben wieder reflektiert. Wir haben so ein richtiges weißes Band vor uns, was auch dafür sorgt, dass man so ein bisschen selber geblendet wird, dass also nicht die ganze Lichtleistung in die Ferne geht, schön weit gefächert, sondern dass wir auch im Nahbereich richtig viel Blendung haben. Bei der MS-32 ist das absolut brutal. Bei der SR-32 und bei der MS-18 fällt es auch auf. Aber ich finde, hier bei der MS-32 ist das nochmal richtig heftig. Von daher würde ich mir wünschen, dass vielleicht in Zukunft der Lampenkopf noch irgendwie ein bisschen anders designt wird. Wie gesagt, ich bin kein Technikexperte, nur so weit, dass man das vielleicht so konzipiert, dass diese Lichtleistung nicht gleich nach 2 Meter, 3 Meter ansetzt und auf den Boden kommt, sondern ein bisschen mehr in die Entfernung geht. Vielleicht so konstruiert, dass nur der untere Bereich ein bisschen länger braucht, um an den Boden aufzukommen und dafür der andere Bereich von mir aus sofort fluten kann, sodass man nicht diese Eigenblendung hat. Das ist bei der MS-32 absolut brutal. Heißt jetzt, wie gesagt, nicht, dass ihr euch das nicht kaufen sollt. es ist gigantisch, ja. Das ist kein Grund, nicht die 200.000 Lumen hier anzufeuern, aber es fällt halt auf, dass das Teil schon richtig anfängt zu blenden im vorderen Bereich. Das habt ihr hier mit der SR32 und mit der MS18 auch, aber nicht so wie bei der MS32. So, dann haben wir die erstmal soweit durch. Also wer 750 Euro ausgeben will und auf den neuesten Stand der Technik, macht mit der MS-32 definitiv nichts falsch. Wer ein bisschen sparen möchte, dennoch aber auch die moderne Technik haben will, der kann auch die SR-32 nehmen. Die kostet 700 Euro, also 50 Euro weniger, hat nur 120.000 Lumen, ist dafür aber auch ein bisschen leichter und wenn man das bei diesen Lampen sagen kann, auch handlicher. Wir haben auch USB-C-Aufladung, ihr habt auch eine Powerbank drin, habt auch die Superkühlung. Von daher zieht euch auch unbedingt mal das Review ein. Da erzähle ich euch alles über die SR32. Ihr habt sogar so eine kleine Suchscheinwerferfunktion drin. Die Lampe fächert auch homogen aus. Wir haben so einen richtig schönen Ring. Und in der Mitte haben wir so einen Suchscheinwerferfunktion, die so richtig schön in die Entfernung geht. Wir haben hier eine Reichweite von 2 Kilometern. Die MS-32 hat nur 1,6 Kilometer, nur 1,6 Kilometer, ja, 400 Meter Unterschied, ist unglaublich. 50 Euro könnt ihr sparen oder ihr spart noch ein bisschen mehr, dann nimmt ihr hier die MS-18, die ist wie gesagt schon 5 Jahre alt, die kostet jetzt mittlerweile 590 Euro, hat einen extrem lauten Lüfter, von daher guckt euch da auch nochmal das Review an. Hat noch eine alte Möglichkeit, hier den Akku aufzuladen. Da ist kein USB-C-Anschluss dabei. Das dauert Stunden, bis der Akku hier vollgeladen ist. Wir haben natürlich auch keine Powerbank. Und von daher ist das hier schon ziemlich veraltete Technik. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ihr wirklich sparen wollt, dann könnt ihr gerne die 590 ausgeben. Da habt ihr auch ein schönes homogenes Licht, aber halt veraltete Technik. Ich empfehle euch daher, ich lege die mal zur Seite, euch zu entscheiden, entweder SR32 oder MS32. Persönlich würde ich sagen, wenn ihr noch keine Lampe habt, 50 Euro mehr und ihr habt nicht nur den Stand der Technik, sondern auch den Stand der geballten Lichtpower in eurer Hand. Also ich empfehle euch auf jeden Fall die MS32, wenn es nach mir geht. Wenn ihr sparen wollt oder bisher gesagt, wenn ihr lieber was Leichtes haben wollt, dann seid ihr natürlich mit der SR32 auch am richtigen Start. Oder wenn ihr richtig sparen wollt und euch die Technik egal ist und auch die Ladeleistung, dann nimmt ihr die MS18. Ihr seht, es ist verdammt schwer. Die Entscheidung möchte ich euch ehrlich nicht abnehmen. Es ist wirklich, wirklich schwer. Zumal alle drei Lampen sind absolut, muss man ehrlich sagen, sinnlos. Ja? Man kann sie nicht für den täglichen Bedarf
Nee, man kann sie sich nicht in die Handtasche stecken, obwohl die Dinger Taschenlampen heißen, ja, Taschenlampen. Man kann sie nicht in Handschuhfach packen. Einfach, die Lampen sind wirklich was für Angeber, für Technikfreaks oder halt ja, für den THW oder für Rettungsdienste oder Wachschutz, die halt ein großes Objekt zu bewachen haben in der Dunkelheit. Wenn die zum Beispiel jetzt hier ja, so ein Lager überwachen von außen und die Pforte zum Beispiel, ja, und sieht, ist da irgendwas, wenn die dann mit der MS-32 mal kurz den Doppelklick machen, die haben den kompletten Lagerkomplex sofort erleuchtet, ja, und sehen jeden Übeltäter. So, das war es von mir gewesen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich konnte euch ein bisschen Informationen rüberbringen über die MS-32. Ein großer Dank nochmal an die Firma Gatzedeck, an den Thorsten, der mir hier die MS-32 zur Verfügung gestellt hat für das Review. Tausend Dank. Du hast mich glücklich gemacht. Ich denke mal, du siehst es auch, weil ich so lächle. Das war es von mir gewesen. Bruce BB2K erst. Flashlight Channel heißt es ja. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, klickt mal da oben drauf. Unten gibt es ein weiteres Video von mir. Wird dann wahrscheinlich eher mehr zu 99% ein Airsoft-Video sein. Wer noch andere Taschenlampen-Videos von mir sehen will, geht mal in meine Playlist. Da habe ich extra auch eine Playlist nur mit Taschenlampen. So, das war es von mir gewesen. Bruce, ich bin raus. Bleibt mir alle gesund. Wir sehen uns beim nächsten Review wieder. Macht's gut. Habt einen schönen Tag.